Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir den Tempel der Erde betreten und haben einige nervige Gnome getroffen, die alle voll Streit suchen. Und ja, wir sind kurz vorm Siegel von Gnome, aber ich würde sagen, wir erkunden noch erstmal den Rest des Tempels. Weil wir haben noch nicht alles hier, den wollte ich eigentlich umgehen, aber wir haben ja noch nicht alles hier erkundet, deswegen gucken wir uns noch ein bisschen um. Vor allem die ganzen Schatzrunden, die ich noch übersehen habe, die möchte ich gerne noch alle haben. Wenn die genauso wertvoll sind wie diese Beinschienen, die wir für Regal hier bekommen haben, dann möchte ich die doch gerne haben. Und komm her. Pausbier. Sehr schön. Ich höre was zum Notieren. Hey. Ich würde mal sagen, Pauheimer und Dingens hier. Der eine Angriff, der so nach oben geht. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und ein bekannter Angriff in der Tales of Serie, glaube ich. So. Dann muss ich mal kurz nachdenken. Wir müssen jetzt nach rechts, ne? Ey. Oh Mann. Aber. Ach ja, ich möchte mal kurz gucken. Triple Ray Trust. Ich habe so das Gefühl, es hängt irgendwie davon ab. Grand Short, okay. Ich habe so das Gefühl, es hängt ein bisschen davon ab, wie die Benutzerrate ist von einigen Angriffen. Weil wenn das genauso wie ein Tales of the Abyss ist und ich sehe einige Parallelen von dem Spiel, dann könnte halt vielleicht sein, wenn ich die Angriffe 50 Mal einsetze, dass ich dann die ganzen Angriffe lerne. Ich meine, wir können Triple Ray Trust lernen. Die wären, glaube ich, nicht blau, wenn wir die nicht irgendwann lernen könnten. Das bedeutet, ich muss, ja, vielleicht Dual Ray Trust ein paar Mal einsetzen. So war das hier oben überhaupt. Hier waren wir noch gar nicht. Oh, das ist eine Truhe, geil. Deswegen müssen wir vielleicht Dual Ray Trust ein paar Mal einsetzen. Bei Ray Trust haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal eingesetzt. Ich werde mal so ausprobieren. Also ich werde da jetzt mal 50 Mal einsetzen. Danach werden wir sehen. Kann ja nicht schaden, ne? Du hast einen Arm verloren, was zum Teufel? Was? Aua! Nur noch dreimal. Wenn ich ein paar TP habe. Was ist mit dem los auf einmal? Bällebein. Oder Bällebahn. Oder was weiß ich. Oh, okay. Solche Kräuter hier. Darum kann man, glaube ich, gar nicht lang, ne? Lass mich mal von hier ein bisschen gucken. Da ist eine Truhe, wo wir hin können. Ist aber noch ein paar Mal rauf und runter an, glaube ich. Okay, dann gehen wir mal hier. Ah. So, unser Experiment geht weiter. So, zweimal noch. Wenn ich danach die Technik lerne, dann muss ich meine Theorie bestätigen. Aber anscheinend nicht. War ich auch nicht. Das war jetzt nicht der Angriff, den ich lernen wollte, aber okay. Okay, ich habe Grand Short gelernt. Was zum Teufel? Ray Trust. Ray Trust habe ich. Okay, das hat sich jetzt noch ein bisschen bestätigt, was ich gemeint habe. Holy Song, Angel Feathers, Judgment, Sacrifice.
Okay. Das ist jetzt ein bisschen bestätigt, finde ich. Da muss ich jetzt mit allen möglichen Angriffen mal machen. Ich verstehe jetzt nur nicht, warum ich nicht den einen Angriff hier bekomme. Es hat irgendwann mit der Benutzung zu tun, ich weiß es. So, warte mal hier. Fangs, gib mir Level 3, perfekt. Ja, Colette hat noch nicht eine Level 3. Ne? Oh, einige haben noch nicht Level 3. Aber Colette ist wichtiger. Ja, wir haben sogar eine 4. Okay. So, T. Braucht sie Glück, erhöht das Glück, erhöht die maximal TP. Weiß nicht. Gucken wir mal, was sie lernt. Hoffentlich. Ah. Okay, fehlt nur noch die Schatztruhe. Anscheinend. Hier ist, glaube ich, egal, ne? Aha. Antiker Stab. Ja. So, dann gehen wir mal hier auf die linke Seite. Weil sieht wahrscheinlich aus, als würden wir nicht darunter fallen. Sehr gut. War dich. Kriegen ja echt gute Waffen. So, dann würde ich mal sagen, wir probieren meine Theorie auch mit den anderen Charakteren aus. Okay. Indem wir alle Angriffe mal 50 einsetzen. Tiger Rage, Demon Fang. Double Demon Fang, Fierce Demon Fang. Heavy Tiger Blade, Sonic Frost, Super Sonic Frost, Sword Rain. Sonic Sword Rain, Hier haben wir schon alle 50 Mal eingesetzt, ne? Salute Infliction. Okay, dann machen wir mal Finality Punishment. Triple Ray Truss. Dragon Dance. Er hat noch voll viele Angriffe hier, die er noch nicht benutzt hat. Warte mal, habe ich irgendwie. Muss ich mal so Einschalter Zauber mehr einsetzen, ne? Ist ja auch T jetzt eingestellt. Strategie nochmal. Ja. Mein Gott. Ja. Setzt du erstmal Magie ein, weil ich möchte schon ein paar gute Zauber von dir haben. So, jetzt müssen wir noch mal nach oben. Was ist hier eigentlich? Ah. Nutz den Geheimgang. Geh weg. Let's kurz vom Level up. Sehr schön. So, noch mal hier hin. Ja. So, da müssen wir mal ganz nach links oder rechts. Ist mehr links eigentlich. Und genau in den Gegner reingelatscht. So. Das ist nicht der Angriff. Oh, der ist gut. Holy Song. Oh. Der Angriff gefällt mir. Der gefällt mir sogar sehr. Ah. Ja, wird schon. Aua. Ich dachte ehrlich gesagt am Anfang des Spiels, dass Colette auch etwas Heilmagie lernen würde.
Ja, irgendwie nicht, ne? Den Titel Engelchen erhalten. Grant ereignet sich Verbunderfahrungsfähigkeit an. Sehr schön. Und was hier? Erfahrungsgema Level 2, ja, super. Powerhammer. Oh. Die ist gut. Okay, dann noch mal ausprobieren hier. Geist. Okay, Engelchen. Ach, Level 40, deswegen. Ja, machen. Ist irgendwie sowas, was die Dingens hier verringert. Ja, lass mal erstmal. Runter. Nee, ich wusste auch, irgendwas passiert. Fing aber doch nicht trotzdem ganz nach unten. Ich glaube, jetzt haben wir ja alles, ne? Ja, Kuchen gesagt. Keki Dessa, irgendwie sowas. Jetzt aber auf jeden Fall viel Magie ein. Ja, Engelsmagie, sagen wir mal. Okay. Komm her. Okay, keine Erfahrungsfähigkeit. Dann bitte Power immer. Ganz gar nicht mal so schlecht sein. So, hier ist doch das, wo die Brücke war, ne? Ja, das ist der Speicherpunkt. Wie bin ich denn da zur Brücke gekommen? Verstehe ich nicht. Der Weg hier unten. Ich hätte mir gerne noch mal über die Brücke gegangen. Zu sehen, was dann passiert. Ich wollte eigentlich nicht gegen euch kämpfen. Okay, ich hatte sowieso nicht vor, in diesem Kampf gegen Gnome zu kämpfen, ganz ehrlich. Ich mir vom bestimmten Part dann aufbewahren. Und jetzt wieder wahrscheinlich der Fall sein. Oh mein Gott, Colette, du hast gar keine TP. Ich hätte die Strategie nicht so eingestellt. Reserve sichern, ja, sehe ich. Ja, die Charaktere machen sowieso, was sie wollen, habe ich das Gefühl. Ist auch jetzt bestimmt nicht so gewesen, dass das mir zum Gefängnis geworden ist. Warum gehe ich jetzt eigentlich hier lang? Was soll das eigentlich? Ein bisschen Training. Wo ich wieder zerstört werde im Bosskampf. Ist halt so. Das ist Colette. Könnt ihr Level 4 Erfahrungsgema mal einsetzen, ne? Lass mal erstmal. So mehr haben. Was denn, benutze ich Leute gerade nicht? Das ist ein echt beschissenes Argument. Also sie tut trotzdem wie bekloppt ihre Zauber einsetzen. Alter, ist halt gut. Ja schon, jetzt setzt du mal Magie ein. Fällt mir gerade so auf. Wir sind schon alle Level 42, ist klar. Mich durch die Gegend flattern, ey. Wahrscheinlich nehme ich sowieso das andere Team im Bosskampf gegen Gnome.
Sehr schön. Okay, ich hätte auch irgendwelche random Angriffe hier einfällt mir also auf. Aua! Was zum? Hört jetzt, wenn ich rot bin. Das erinnert mich irgendwie an Verbrennung und Tales of Graces. Kann ich mich da nicht heilen? Ich weiß nicht, warum ich hier Granulat und also was. Danke, dass du mich gerettet hast. これは私を助けてくれたお礼です。はい。それはあなたに渡したものですから。うわ、何が入ってるんだろう。木彫りの熊。え?金の御守り。あ、いや、嬉しいよ。本当だよ。だってプレゼンが僕に僕のためだけにくれたプレゼントだもん。 Richtig. So muss man das sehen. Ich war zum dematerialisieren sich einfach, wenn ich nicht hingucke. Okay, geht das zwar. Was? Ich will einen Kuchen. Ist jetzt immer dem falschen Angriff ein. Ja, bei Colette habe ich auf L2 diesen einen Drehangriff, deswegen. Ich will auch diesen Drehangriff einsetzen. Oh. So, zack, 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 den darf ich einsetzen. Wie kannst du es machen? Ma, aua. Die Gegner sind so... Mein Gott. Okay, raus hier. Wege materialisieren. Mein Gott, ich möchte nicht gegen jeden Gegner kämpfen. Es war ein geiles Training, aber egal. Ich könnte schon wieder Holy Song. Ja, klar. Vielleicht nur weil du immer TP hast, heißt das, solange ich das nicht die ganze Zeit hier mit Holy Song hier. Ja. Ah. Ist ja nicht. Aua. Spinne. Ma. Ma. Auf meinen Angriff abzubrechen. Ah. So einen komischen Trupp, ey. Kann auch nicht gut ausgehen. Ich überlege echt, ob ich hier kurz rausgehe, mich heilen gehe irgendwo und dann noch mal hier reinkomme. Oder mache ich auch. Jawohl. Den Titel Jägerin erhalten. Ach, ist sie jetzt auch der L40, ne? Nee, ist sie nicht. Dort vom Monster ein Titel für Jäger wie dich. Ja, Stärke, bitte. Maha! Hey, ich bleib hier drinne. Ich komm extra raus. Hey, das wäre voll pussyhaft. Maha! Gibt's doch nicht. Kannst du ruhig mal Judgment einsetzen, Colette? Das wäre aber gut. Ich würde es bringen, ja, so gegen die Gegner. Oh, nee. Diesen Abwehrmove einsetzen, dann kann ich keine TP mehr. Und ich bin nicht auf mich gezählt. Nein, nicht zaubern, nicht zaubern. Danke. So, den werde ich mir für den Boss aufgeben, um gar keinen Schaden zu machen. So, dann hier runter, glaube ich. Okay, gut. Nein! Ah! Wie ich das hasse. Ist er wieder verschwunden. Genau, Mai, die sind so schnell weg. Ich habe nur das Gebiet gewatscht. Ja, da warte, ihr seid die letzten Gegner. Schwer, falscher Angriff.
Aua. Kannst du es wagen? Du hast aber verloren. Was? Solche Gegner kann ich nie ernst nehmen. Oh. Ich habe eine Axt, ich kann nur Abwehr durchbrechen, nicht du. Aua, aua. Sehr schön. Maximal KP erhöht. Wie viel hat sie denn bis jetzt? 2800. Und Lloyd auch. Was? Okay, sie ist aber noch Level 39. Und Regal ist kurz vor Level 41. Ich krieg die Krise. Na egal, ich würde dann sagen, ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns dann Zelos Nachhilfe. Sehr schön.決まらないよ。しょうがねえな。愛の伝道師ゼロスまだプレゼントについて伝授しよう。いいか。プレゼントってのは相手が喜ぶものを送るところが肝だ。どんなものを送ったらプレゼヤちゃんが喜ぶか、それをよく考えてみるんだね。喜ぶものか。ま、頑張って考えな。 Okay, aber erstmal in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.